Hi. Ja, ich habe in letzter Zeit vermehrt Videos und Bilder gesehen, wo Leute Steinbrüche oder Tagebau oder sonstige Überbleibsel sich angeschaut haben. Und das hat mich motiviert, jetzt auch mal loszuziehen und auch mal einen Steinbruch zu gehen. Ich habe das Glück, eine Location zu kennen. Hier war ich schon sehr oft für Fotoshootings gewesen. Bietet sich dafür natürlich super an, sowas. Aber ich habe noch nie wirklich die Gebäude und Maschinen wirklich genau angeschaut, die hier stehen. Und das will ich heute mal nachholen. Ich bin gerade auf dem Weg erstmal aufs obere Plateau, wo der Steinbruch, die Steine abgebrochen wurden. Das ist einfach eine mega tolle Kulisse für Fotoshootings. Weil du halt hier den schroffen Fels hast, da ist das Schilf im Vordergrund. Einfach mega cool aus. Ja, hier stehe ich auf dem großen Plateau. Man sieht es vielleicht, da oben ist nochmal eine zweite Ebene. Ich weiß nicht, ob man da noch hinkommt. Hier links geht auf jeden Fall so ein Weg nach oben. Ja, hier oben auf dem Plateau, wo ich jetzt stehe, wurde der Stein dann abgesprengt und dann mit einem Radlader wahrscheinlich aufgeladen. Und ich weiß nicht, ob man es gescheit sehen kann, dort vorne haben wir so eine Schütte, wo das dann wahrscheinlich reingeschüttet wurde. Da stehen auch noch Förderbänder und ich vermute dann, dass es über die Förderbänder von hier oben dann unten in eine Sortieranlage ging, wo dann entsprechend die Steine sortiert wurden oder auch weiterverarbeitet wurden zum Kies. Jetzt laufe ich gerade mal hier auf den Abgrund zu und da kann man nach unten schauen. Und da gehe ich jetzt nach unten. Ich glaube, hier wird auch ab und zu noch ein bisschen Material, was hier rumliegt, rausgefahren. Ich war vor so einem halben Jahr für ein Fotoshooting hier und da lag genau an dieser Stelle hier noch so ein großer Haufen Kies. Jetzt gehe ich hier auf diese Mulde zu. Und hier ist so wahrscheinlich der Radlader rangefahren, hat den Kies hier reingekippt und dann ist er hier unten in die Anlage reingefallen. Vielleicht direkt sortiert worden, vielleicht auch einfach nur weiter gefördert worden, das müssen wir gleich mal schauen. Und hier neben geht so eine Treppe runter. Wir haben hier so ein Förderband, das kommt hier unten aus diesem Gebilde hier raus, fördert das hier hoch und dort ist nochmal ein Förderband, das hier rüber läuft zu dem anderen Gebäude in der Mitte. Da ist so ein Trichter. Dann müssen wir schauen, vielleicht komme ich da irgendwie drauf. Hier unten haben wir den Sicherungskasten vermutlich für diese Anlage hier drinnen. Da haben wir so eine Lagerung von so einer Wanne oder sowas. Die alte Holztreppe hier. Das ist schon ein sehr altes Holz. Ich werde mich mal besser am Metall hier halten. Ja, und hier haben wir diesen Trichter, diese Schütte, wo wir von oben gesehen haben. Und das geht hier so nach unten weg. Auf dieses andere Förderband nehme ich dann an, was ich von draußen gesehen habe. Und hier hängt noch ein Kran mit so einem Anker dran. Wahrscheinlich, wenn sich irgendwie da unten was gestaut hat, dann konnte man den runterfahren und ein bisschen nachdrücken oder so. Hängt auch hier oben auf so einer Laufkatze. Daneben raus kommt man jetzt ganz nach unten, aber ich will erst noch mal die andere Seite schauen. Wenn ich
hier drüben. Hier haben wir nochmal so einen Kasten mit so einem Seilzug dran, irgendwas. Ich gehe mal hier seitlich vorbei. Hier haben wir nochmal so einen Kasten mit so einem Motor drin, nehme ich an. Hier das gefedert. Also vermutlich hat diese, war das so eine Rüttelwanne, wo die Steine dann rüber sind. Und dann wurde hier ausgesiebt. Hier liegen noch so Gitter. Vielleicht wurde hier dann schon nach Größe aussortiert. Ja, hier ist auch nochmal diese Federung, Federlagerung. So, jetzt will ich aber mal schauen, ob ich hier irgendwie weiterkomme. Dieses Gitter hier sieht okay aus. Ist nur nicht mehr ganz fest aufliegend. Jetzt schauen, wie es mit der Treppe hier aussieht. Ja, die Treppe ist safe. Diese Bodenbleche, die sehen alle ein bisschen schief. Ich glaube, hier muss ich jetzt echt hier so ein bisschen auf den Rand laufen. Ja, das geht. Ja, und dann ist das hier irgendwie von da oben runtergekommen. Und hier übers Fließband. Ich könnte auch übers Fließband. Ja, da bin ich wieder komplett schwarz. Hier haben wir nochmal einen seitlichen Blick drauf. Da unten sitzt so ein Motor, der hier dieses große Schwungrad antreibt. Da laufen über den Riemen. Und dann wahrscheinlich auch diese Wanne gerüttelt, für die Steine zu sortieren. Okay. Hier stehe ich jetzt über so einem Kessel. Auch so ein riesiger Trichter. Ja, von da ist es dann so hergefahren und da unten in den Trichter gefallen. Und ich denke mal, dass dann unten mit dem LKW man drunter fahren konnte und den Kies aufladen. Oder ist das auf das andere Förderband hier unten gegangen? Das kann auch sein. Müssen wir gleich von unten mal schauen. So, ich habe es zurückgeschafft. Und wenn ich mir hier von dem anderen Dings hier das beim Boden anschaue, dann sind diese ganzen Dellen wahrscheinlich durch runterfallende Steine entstanden. Schön. Bin ich auf der anderen Seite von diesem Trichter. Da unten sitzt auch so ein Motor drin. Hier liegen noch mehr von den Riemen rum. Das ist hier scheinbar ziemlich viel über Riemen angetrieben worden. Und da unten nochmal Elektroverteilung. Und hier diesen massiven Motor, der dieses riesige, dicke Band angetrieben hat, das dieses riesige Rad hier angetrieben hat. AEG 55 kW, 1470 Umdrehungen pro Minute bei 50 Hertz, 103 Ampere, 380 Volt. Ach, das ist gar nicht ein dicker Gurt, sondern das sind ganz viele kleine, dünne. Und das sind auch die anderen Gurte, die da seitlich rumliegen. Und das hier ist ja auch so eine massive. Ist das hier schon ein Steinzerkleinerer vielleicht? Weil hier dieses riesige Schwungrad, wo auch das entsprechende Gewicht auf der anderen Seite sitzt, ist in der Mitte verbunden mit hier diesem Block, an dem hier diese Metall Dinger hängen. Wahrscheinlich ist das hier rotiert und hat dann irgendwie die Steine gebrochen.
Ja, das ist der Trichter und da oben stand ich eben. Da unten kann man so ein bisschen den Anfang von dem langen Förderband sehen. Und hier ist nochmal so eine Rüttelplatte, würde ich sagen. Aber diesmal auf Stahl gefedert und hier unten auch so Gummipuffern aufgesetzt. Schön, das ist sehr hoher morsches Holz. So, und dann ist es hier nochmal ein Trichter gefallen. Kam von da oben runter, hier rein, ist hier unten reingefallen, aufs Förderband. Und ist dann da hochgefördert worden. Hier ist nochmal so ein Rohr oben drauf. Vielleicht ist das Staubabsaugung. Es geht auf jeden Fall hier unten über dieses Förderband dann weiter nach oben. Hier ist die kleine Überdachung da schon weggebrochen, weggerostet. Und hier kommt jetzt nochmal ein anderes Förderband runter. Also es geht hier oben drüber. Über so einen Trichter kommt es hier rüber und geht hier wieder auf das Förderband zurück. Vielleicht Steine, die nicht klein genug geworden sind, gehen hier nochmal durch. Und nochmal hier so eine Staubabsaugung oder sowas. Hier ist nochmal ein großer Sicherungsschrank. Hier unten läuft das Wasser durch. Durch die Stromschächten wahrscheinlich. Ja, da oben standen wir eben am Hang. Hier läuft so schön das Wasser runter in den Felsen. Und jetzt sind wir unten in der Anlage. Verfolgen weiter den Weg von den Steinen. So, ich habe die GoPro am Schulterriemen von meinem Rucksack festgemacht und mal Handschuhe angezogen, weil das bisschen weh tat auf der anderen Seite. Und jetzt werde ich hier mal nach oben steigen. Oha, hier ist es verdammt eingedrückt. Da ist dann bestimmt einer gegengefahren. So, jetzt stehe ich da drüber, wo ich eben drunter stand. Beziehungsweise ein Stückchen nebendran. Von da unten kommt dann das Kies hoch. Die Steine. Jetzt gehe ich weiter nach oben. Oha. Hier ist ein Riesenloch drin. Das ist bestimmt ein Stein durchgefallen, ein größerer. Der hier rausgesprungen ist aus dem Fließband. Aber hier ist zum besseren Hochlaufen überall so eine Querverstrebung drin. Und die ist auch ziemlich stabil, so wie es anfühlt. Ich bin oben angekommen. Hier sind die Steine hochgefahren. Und hier oben rein. Ja, das ist beeindruckend. Hier liegen überall Holzbohlen auf dem Boden. Aber das sieht hier alles relativ trocken aus. Ich hoffe mal aufs Beste. Also es geht bis ganz hoch in die Spitze das Förderband und da geht auch eine Leiter hin. Ein bisschen ungeheuer ist mir das schon, aber geht. Hier ist ja wieder Metall. Jetzt sind wir hier ganz oben. Hier ist so ein großer Motor mit Lüfterrad hinten dran. Ja, ein Blick nach draußen zu dem Siloturm hier. So, hier geht eine große Röhre. Das würde ich sagen, ist auch wieder Staubabsaugung. Hier oben kam es rein, unsere Steine. Sind dann hier auf dieses Fließband gefallen. Hier sortiert worden. Hier geht es jedenfalls nochmal hoch. In ein anderes Sieb. Da sieht es ganz fein aus und da sind auch feinere Filter drin. Nochmal so ein Motor mit Riemen. Das ist schon mal interessanter. Und hier unten
Okay, da gehe ich jetzt auch gleich nochmal hin. Aber da unten ist auch so eine Rutsche. Genau wie da hinten. Ich nehme an, dass das dann einfach eins tiefer rutscht in die nächste Anlage. Hier kann man mal runterschauen. Da sind jeweils so Rutschen nochmal eine Etage tiefer. Ah, ich glaube, da stehen auch solche Silos drin. Okay, und hier fehlt jetzt ein Brett. Da hinten wird es moderig. Da möchte ich nicht weiterlaufen, aber ich kann mal so ein bisschen von hier schauen. Hier sieht man diese Anlage von oben. Hier steht auch noch ein Kran. Nochmal so eine Rüttelanlage. Hier seitlich ist ganz viel Elektroverteilung. Und da unten kann man in so ein Silo reinschauen, würde ich sagen. Hier ist dieses Förderband. Steht auf so einem Halbkreis, auf so einer Schiene. Das konnte man anscheinend hin und her schwenken, um dort hinten aufzufüllen oder so. Vielleicht war da Lagerung von dem Material. Ist dorthin gefüllt worden, bis es abgeholt wurde oder sowas. Ja, jetzt stehe ich wieder unten. Hier haben wir diese drei Silos, vier Silos sogar. Und die laufen alle hier unten nochmal auf ein Förderband, das hier vorne rausläuft. Aber man kann es auch so ein bisschen sehen. Unter jedem Silo liegt noch so ein bisschen was auf dem Förderband. Okay, auf der Kamera erkennt man es nicht, aber unter jedem Silo liegt noch so ein kleines Häufchen Kies. Und da kann man erkennen, dass das alles eine unterschiedliche Körnung hat. Also hier hinten, das sieht eher aus wie so ein Split. Das hier sieht eher aus wie so ein Sand. Das hier sieht aus wie eine Mischung aus beidem. Und ganz vorne haben wir kein Häufchen. Hier kann man es noch sehen, nicht aus jedem, aber aus manchen Silos ist oben nochmal so ein Rohr, geht nochmal ein Rohr raus, aus dem hier jetzt und aus dem hier nochmal auf so ein kleines Förderband. Und das läuft in diesen Apparat hier. Und vielleicht war hier nochmal ein Brecher drin, der die noch ein bisschen zerkleinert hat und dann wieder auf das Förderband, wieder hoch in die Anlage und noch einmal durch die Sortierung durch. Hier haben wir noch so ein paar Verteilerkästen. Da ist auch noch beschriftet Band 1, Band 2, Schieber. Also Steuerung und Absicherung von diesem Sortierwerk, was das hier mal war, denke ich mal. Hier hängt noch so ein komplett mechanischer Kran an so einer Laufkatze oben. Da will ich jetzt auch noch einmal draufklettern. Das Förderband sieht hier irgendwie am neuesten noch aus. Da ist noch Farbe drauf. Und auch das Gitter unten ist ein anderes als auf den anderen Förderbändern. Kann man das hier ein bisschen sehen? Hier diese zwei Querstreben, die hochgehen. Ich jetzt hier so ein bisschen auf und abwippe. Die haben ganz schön viel Spiel. Das ist auch kein durchgehendes Stück. Das sind irgendwie 5 oder 10 so aneinander getüdelte L-Metalle. Hier haben wir auf jeden Fall jetzt nochmal so einen Seilschalter. Und hier geht es nach unten abwärts. Da ist es dann hingeschüttet worden. Und da haben wir einen großen Motor dran sitzen. Aber von hier kann man ganz gut den ganzen Produktionsweg nachvollziehen. Abbau hier oben. Hier reingeschüttet in den Brecher. Dann über verschiedene Umlenkungen, verschiedene Sortierungen durch hier in den Trichter. Und dann auf in die Sortieranlage. Und dort auf die einzelnen Silos aufgeteilt. Und dann vielleicht noch irgendwas, was sie vielleicht ganz viel produziert haben,
Expertise vielleicht für einen Straßenbau oder sowas, ist dann hier hochgefahren und dann hier unten den großen Berg hier aufgeschüttet worden. Ja, ich hätte wahrscheinlich auch einfach auf dem Hintern dieses ganze Fließband runterrutschen können. Das wäre wahrscheinlich echt witzig gewesen, aber dann wäre ich wahrscheinlich komplett schwarz gewesen von diesem Gummi. Hier sind wir jetzt so eine einzelne Schiene und mit so einem Endanschlag dort hinten. Und die läuft hier in so einem Halbkreis darüber. Und hier sehen wir auch noch so einen richtig dicken Motor an der Seite. Ja, hier, da wird so eine Rolle drin sitzen. Und dann konnte man dieses ganze Ding hier hin und her verschieben. Muss mal schauen, vielleicht ist das, was hier auf dem Boden liegt, auch das Material, was dann hier runtergekommen ist, dieser Schotter hier. Ja, auf jeden Fall hat sich hier dann ein schönes Biotop gebildet mittlerweile. Weil das ganze Wasser, das hier den Felsen runterläuft, das läuft hier rein. So, jetzt bin ich einmal außen rum gelaufen. Hier ist nochmal so ein Aufgang, so ein Wartungsgang zu dem, da oben zu dem Förderband. Und dann konnte man hier drunter fahren. Und von da oben kam dann die gewünschte Steinart raus. An der Seite von dem Gebäude ist jetzt noch dieses Apparat hier. Vielleicht war das hier für Sand oder so. Weil das hat irgendwie eine ganz andere Form. Und es gehen auch nur diese Rohre da rein. Hier unten noch mal so ein Motor. Ich nehme an, dass da drin so ein Lüfterrad sitzt, das dann entsprechend den Sand abgesaugt hat. Da steht auch Ventilator. Da oben sieht man dieses dicke Rohr rauskommen. Das haben wir ja vorhin oben gesehen. Ich nehme echt an, dass das Absaugung für Staub bzw. Sand ist. Dann ist es erst hier in dieses Teil reingekommen. Das hat hier auch überall so Klappen unten, wo man reinschauen konnte. Ich glaube, ich muss da mal kurz hochklettern. Ja, hier sind solche Stoffrohre drin. Maschinenbaufabrik Lübeck. Ja, und da unten ist so ein ganz feiner Sandstaub drin. Aber die sind hier unten fest. Ich dachte, das ganze Ding wäre irgendwie ein Lagertank oder so. Jetzt noch eine zweite Ebene. Boah, das sieht ja fast aus wie so ein Motor. Antriebswelle. Aber hier sind überall nur diese Stoffschläuche. Die hängen da überall drin. So, jetzt gibt es nur noch den großen Tank hier. Hier konnte man in der Kurbel irgendwo, geht sogar noch. Und damit kann man hier in der Mitte diesen Rüssel da ein- und ausfahren. Und dann kannst du es hochfahren. Und dann kann so eine große Mulde drunter fahren. Und dann machst du es auf, lässt es runter in die Mulde. Das Letzte, was mir noch bleibt, ist jetzt hier diesen Siloturm hochzuklettern. Ah, der Schutzkorb ist wieder zu klein für den Rucksack. Hier haben wir wahrscheinlich den Schieber, um aufzumachen. Das Ganze. Die ist hier unten leider nicht fest. Wird ein bisschen wackeln bis zur ersten Befestigung. So, also ich bin oben angekommen. Lebendig. Es war alles ziemlich angerostet. Aber soweit noch ganz stabil. Hier haben wir so eine Wartungsluke. Tote Vögel.
und irgendwelche Madenviecher. Aber ich glaube, ich lag hier richtig in der Annahme, dass hier feiner Sand drin war. So, eine Etage habe ich noch. Dann bin ich wirklich am höchsten Punkt. Uiuiui. Das sieht nicht mal allzu taufrisch aus. Oh, der Anbau hier schwankt auch so ein bisschen. Aber irgendwie nice. Schon ein Stück weit beeindruckend von hier unten auch. So, das war's hier, meine Entdeckungstour in einem verlassenen Steilbruch bzw. Kieswerk oder sowas. Ich fand's echt cool, auf die ganzen Sachen drauf zu klettern. Sorry Mama, falls du es gesehen hast, für den Herzinfarkt, aber ich bin ja wieder wohlbehalten nach unten gekommen. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir gerne ein Abo da, schreibt was in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!